Ruhig und gefasst geht Joachim Löw auf die Pressekonferenz vor dem Holland-Testspiel, trotz vieler Spielerabsagen. Dass er aber auch süffisant bissig sein kann, merkt man, als es zum Thema Van Gaal kommt. Denn der Bonds-Coach stichelte: Ich denke, dass ein Trainer viel gewinnen muss, um ein legendärer Trainer zu sein. Joachim Löw kontert und spielt auf dessen Scheitern bei der WM-Qualifikation 2002 an. Für einen Nationaltrainer ist auch mal wichtig, dass man sich für ein Turnier qualifiziert. Ich glaube, das hat er beim letzten Mal nicht geschafft. Aber letztendlich hat er insgesamt in seinen vielen Jahren als Trainer gute Arbeit geleistet. Angriff ist die beste Verteidigung, Joachim Löws Taktik. Nach kurzer Grippepause nach dem 4:4 gegen Schweden erläutert, erklärt, beschreibt er. Umstellen will er seine Philosophie aber nicht. Unabhängig von dem Schwedenspiel, was natürlich dann auch wahnsinnig enttäuschend war, wird man, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, jetzt nicht grundsätzlich unsere Spielweise völlig verändern wollen. Die Balance finden, das ist ein wichtiges Thema eben auch für die nächsten Monate. Das ist allerschwierigste im Fußball, offensiv viel Kraft zu haben und defensiv immer alles unter Kontrolle zu haben. Nun hat er nur 1,5 Tage Zeit und diverse Absagen. Löw muss umplanen, ein bisschen spanisch denken, denn ohne Miroslav Klose hat er für den Test gegen Holland keinen nominellen Stürmer zur Verfügung. Es gibt natürlich diese Überlegung, Lukas Podolski vorne spielen zu lassen, Marco Reus. Lukas Podolski kann diese Rolle spielen, ist aber eher der Spieler, der vielleicht ein bisschen hinter einer zentralen Spitze noch stärker zur Geltung kommen kann. Die geplante Wiedergutmachung nach dem 4:4 gegen Schweden wird aufgrund des geschwächten Kaders eine schwierige Aufgabe.